Ja, kurze Pause, kurze Stühlerücken hier in der Halle. Und zwar erleben wir jetzt hier den Seitenwechsel. ESV Schwerin jetzt von rechts nach links. Förde von links nach rechts. Und Arnsen hatte da gerade den Ball vom Schiedsrichter bekommen, umklammert ihn da ein bisschen. Jetzt wollte sie sagen, das ist meine und genau der macht jetzt hier meine Punkte und damit geht's los. Zweiter Satz von Förde gegen ESV Schwerin. Diesmal hatte Förde die erste Angabe. Das lief bei Schwerin besser im ersten Satz direkt mit einem Ass. Jetzt hat hier Schwerin die Möglichkeit mit einem ruhigen Angriff, mit einem guten Angriff über Hürst, hier ebenfalls den ersten Punkt im zweiten Satz zu machen. 1:0 für Schwerin. Währenddessen sehen wir da eine Wachablösung an der Seite, an der Linie. Und der war drinne. Das war ein direkter Punkt von der Angabe von Arensen. Das war klasse gemacht. 1:1. Auch nochmal zurückkommen auf die Wachablösung an der Linienrichter. Die Linienrichter werden hier gestellt von der Mannschaft, die gerade nicht spielt. In dem Fall vom deutschen Meister. Und da haben sich die Spieler gerade untereinander abgewechselt. Und der Müller jetzt für Schwerin. Und der war aus. Das zeigt auch der beide Linienrichter zeigen an, der Ball ist aus. 2:1 für Förde. So, Schwerin also jetzt das erste Mal im Rückstand. Mal gucken. Und da war einer dran jetzt und das gibt den Punkt für Schwerin. 2:2. So hieß es doch von Schweriner Seite. Man hat sich nicht viel ausgerechnet in der Bundesliga und als man dann merkt, dass doch was geht, war es dann meist mental, was nicht so funktioniert hat. Und mal gucken, wie das heute ist. Und der war aus, die Angabe. Punkt für Schwerin. 3:2, da hat sie nochmal dieselbe Variante gespielt, die sie vorher auch gespielt hatte, aber diesmal der Ball etwas zu weit. Und wieder spielt sie ihn und Müller kriegt den Ball nicht und das ist wieder der direkte Punkt, 3:3. Das macht sie jetzt deutlich besser als im ersten Satz. Martina Müller. Langen Ball, da haben sie Schwierigkeiten, die Förder mit. Kriegen ihn aber nach vorne. Aber nur langer Ball nach vorne, schlechte Annahme. Und Hürst mit dem langen Ball. Und Arensen jetzt, das wird ein kurzer Ball. Ja, Müller hat ihn noch gut geholt. Und Hörst jetzt mit dem langen Ball. Ah, wird schwierig für Arensen, der wird sie nur lang rüberschlagen. Einmal aufgeprallt, Hörst. Kurze Variante, sagt auch der Trainer von der Außenseite. Und wieder der lange Ball. Oh, und den kriegt sie nicht angenommen, die Maren Ludwig. Und damit der Punkt für Förde. 4:3. Das sieht bei den Gästen jetzt schon deutlich besser aus als noch im ersten Satz. Müller. Und das war eine klasse Angabe. Der direkte Punkt. 4:4. Und Mona Tabel haut da am Ball vorbei, da ärgert sie sich.
Und Arnsen mit Angabe. Na, da kann man fast drauf warten, dass sie wieder kurz kommt. Ja, diesmal kurz auf die andere Seite. Tür ist gut angenommen. Und Müller mit der Angabe. Und Arnsen jetzt. Schön geholt von Nixdorf. Und Müller jetzt mit der Möglichkeit. Aber die legt den bloß rüber. Und da haben die Förder gepennt. Da haben sie richtig gegen gepennt. 5:4 für Schmerin. Da ruft der Trainer schon lange vorher. Der bekommt kurz, der kommt kurz. Aber keiner rückt raus. Und damit 5:4 für Schwerin. Arnsen. Mit der Angabe ins Netz. 6:4 für Schwerin. Haben Sie Glück, das ist missgeschickt, passiert Arnsen zum zweiten Mal. Zum ersten Mal in diesem Satz, einmal im ersten Satz. Ist natürlich ein leichter Punkt und Schwerin konnte auf diesen leichten Fehler bisher verzichten. Hörst. Hat das Netz berührt. So zeigt es der erste Trainer von Förde an und dann auch der Schiedsrichter. Und damit geht der Punkt nicht an Schwerin, sondern an Förde. 5:6. Martina Müller bewies sich bisher hier als eine gute Schützin von der Angabe. Jetzt kurze Variante gespielt. Haben sie gut aufgepasst. Mittelmeier und Arnsen mit der kurzen Variante. Müller hat ihn. Nixdorf und Hörst wird jetzt mit dem Ball schlagen. Kurze Variante. Und Dabel steht da etwas verloren. Punkt für Schwerin. 5:7. Fördertrainer sagt, kann ruhig bleiben. Der Ball ist halt weg. Arnsen. Wieder die kurze Variante. Diesmal hat Müller aufgepasst. Und Hörst wird wieder schlagen in die Mitte rein und da ist niemand. Schön ausgeguckt, da haben alle auf den langen Schlag gewartet und dann die kurz ausgenutzt, da ist niemand da von Förde. 8:5 für Schwerin. Da zeigt sich der klare Vorteil, den Schwerin momentan hat. Auch wenn der Ball jetzt gut war von Arnsen zum 8:6. Dass man zwei wirkliche Schützen hat auf Schweriner Seite. Zum einen die Martina Müller, zum anderen die Diana Hörst. Und auf der Gegenseite nur Stefanie Arnsen. Müller mit der Angabe. Und die ist gut. Da kommt Tabel wieder nicht zum Ball. 9:6. 3 Punkte vor, noch 2. Bis zum Satzgewinn für Schwerin. Arnsen. So, Müller für Hörst. Kurz rübergelegt und da kommt keiner hin. Da hatten sie alle Möglichkeiten dieser Welt. 6:10. Müller legt auf für Hörst. Sie kann ihn auflegen, sie kann ihn lang rausschlagen. Sie kann ihn aber auch wie hier einfach nur kurz übers Netz tippen. Und da hat Förde keine Möglichkeit mehr hinzukommen zum Ball. 6:10 und wir haben erneut Satzball für den ESV Schwerin. Nixdorf und jetzt geht Müller hin mit dem langen Schlag und er passt. Und dann lässt sie die Zunge raushängen, da freut sie sich
11:6 geht jetzt auch der zweite Satz an den ESV Schwerin. So, die Pause und das Stühlerücken ist wieder vorbei und wir freuen uns jetzt auf Satz Nummer 3. Also ESV Schwerin jetzt wieder von links nach rechts und der TV Förde von rechts nach links. Angabe ESV Schwerin, Martina Müller. Kurze Variante und sie beginnen wie im ersten Satz mit einem Ass. 1:0.